in der 50-jährigen Stadtumzug, sondern heute gibt es Singspiele von oben. Also falls einer hier was in der Hand hat, bitte Hand drauf halten. So, jetzt wird er gerade noch angefeuert, tatsächlich das Brett noch nicht mal abzusehen. Ich habe mir auch sagen lassen, diese Zündung hat er vorne angefangen, als der Festungszug in Bewegung gesetzt hat. Und jetzt erst hat er es abgekriegt. So, sollte er noch was sagen? Die Segenschläge kommen jetzt hier hoch. Es riecht nach Holz, wo wir jetzt. So, hier noch weitere Fahrzeuge. Und den Gerichtsbau GmbH Hier sehen wir Thorsten Mauser, der Bauunternehmer und Heinz Laufer. Aber das ist die Brille noch nicht. Das ist von oben jetzt. Wir müssen von Turm da nicht größer machen, Jungs. Das könnte man weiß nicht, dass er Auto ist angesehen. Herzlichen Dank. Also, die Firma Laufer GmbH, Bauunternehmen, die da in der Region anwendet, Kurs natürlich, als Serena, würden Sie mit dabei sein. Teil und Anschlag mit der GmbH. Ganz was Seltenes. Aber das Seilehandwerk hat schon richtig in der Form einer Tradition. Seile rein, Drehverfahren, all das sind die Gründe, mit denen wir uns hier alles zu sehen, was anfangen. So, und hier sehen wir jetzt ganz was anderes. Und zwar ein historisches Fahrzeug, das Jahrhundert fährt für die Insel Usedom, die Badewanne Scheries, ist ja auch nicht schlecht. Ich dachte, das ist die Badewanne Berlin, aber heute die Badewanne Scheries. Aurelia, Hotel und Film, stellen Sie sich vor, der Kaiser am Heringshof. Aber was für ein schönes Fahrzeug. Wir kommen damit zur Industrie und unserem Festumzug. Aurelia Hotel und Film wurde 1998 gegründet und beschäftigt von den jährlichen Mitarbeitern in Schwerin und auf der Sonnenkunde Usedom. Aurelia betreibt mehr als 110 Wohnungen, historischen Villen, 104 Sterne, Hotel, Sankt Gunnar und an der Promenade Kaiser nach Ebenstock. Nicht zuletzt wird Aurelia in Usedom zum Beispiel in der Schwerin geworden. Wir wollen Motto, Usedom, die Badewanne, Schwerin. Natürlich gehört dazu auch eine Frau in der Zone der Kraftwende zugeordnet für unsere Erinnerung durch die Straßen der Landeshauptstadt Rollen. Ich sage nur blau von drei Buchstaben, das heißt BHW. Technisches Hilfswerk. Der Ortsverband Schwerin präsentiert sich hier im Umzug. Und dieser Ortsverband ist als einer der ersten in Mecklenburg-Vorpommern im November 1991 gegründet worden. Zum BHW hier in Schwerin gehören 30 aktive Helferinnen und Helfer. Und diese darüber hinaus mit einer 10-mann starken Jugendgruppe in der Jugendarbeit tätig, sind die Offizier natürlich auch viel später einmal die einschließenden Jugendarbeiten. Dazu kommt es, dass die AG Schwerin beispielsweise der Walter Biermann in Bad Oderhochwasser oder Bad Hochwasser 2002. Und wo immer was los ist, wenn die Hilfe der Tür nicht gebraucht wird, steht die Frage immer wieder ab.
allerdings mit Alban Maut. Betonung auf diesen Fahrzeug als zusätzliche Vorteile und andere Fahrzeuge der Bild der VWG Ausbauhandel der Oma nach. Die Alba-Gruppe ist seit 40 Jahren zuverlässiger Partner für Vermögensverwaltung der Werbung und Schule Handel. In jeder Verhandlung für alle Bürgerungsaufgaben sind die Dienstleistungen der Bürger und der Bürger und der Bürger. Die 110.000 Bürgerwagen an 170 Standorten und 110 Unternehmen für den Alba für die führenden privaten Bürgerungsunternehmen kaufen. Bewegung aufgebaut, aber das war wirklich so. Schwerin ist nur die Bewegung. Allerdings der Festung zu den 850 Jahre Schwerin. Aber ich kann Ihnen präsentieren, wir sind noch nicht am Ende. Also ein klein wenig gibt es noch zu sehen hier. Und wir brauchen den Standort auch noch zu wechseln. Das ist natürlich.